Es geht um Knieschmerzen an der Innenseite des Knies, Innenseite Knie, praktisch hier jeweils innen, wird oft vermutet, es hätte was mit den Innenbändern zu tun, mit dem Innenmeniskus. Wir machen mal zwei einfache Übungen, wo Sie gleich testen können, ob man sich auch einfacher beseitigen kann. Mira, sei so nett, geh bitte mal, setz dich mal hin, Füße nach dort. Und erstmal geht es einfach nur darum, wenn die Knieschmerzen jetzt an der Innenseite des rechten Knies sind, dass wir einfach mit dem rechten Fuß mal in den hinteren Bereich reindehnen, weil da gibt es Muskelstränge, die ziehen hier zur Innenseite. Und jetzt geh mal möglichst weit nach vorne. Mira ist sehr beweglich, sie greift gleich vorne. Ja. Die meisten Menschen, gerade auch die, die Schwierigkeiten haben dort, die müssen das mit der Schlaufe machen, gerade ältere Personen. Dann vielleicht hier, Sie sehen, wir haben ja drei verschiedene Größen, vielleicht die kleinste oder die mittlere. Musst jetzt mal so tun, als ob du nicht ganz so behende wärst. Ja? Und wichtig jetzt, dass Sie die Schlaufe im Bereich der Ballen einfädeln, nicht tiefer, dass wir einen großen Hebelarm haben, dass wir den Fuß schön zurückziehen können. Das Knie ist ganz gestreckt und jetzt den einfach mal leicht rein. Genau. Es geht um den hinteren Bereich, der zieht meistens in der Kniekehle. Und dann probieren Sie mal, wenn Sie den Fuß ein bisschen mehr nach außen kippen lassen oder ein bisschen mehr gerade nehmen oder sogar nach innen gehen. Es kann sein, dass bei bestimmten Winkeln es an genau der Innenseite zieht, wo Sie auch merken, dass Sie da ein Problem haben. Und dann arbeiten Sie sich leicht rein, bleiben 2 Minuten drin zunehmend und gehen wieder raus aus der ganzen Bewegung, drehen sich dann gleich in die Bauchlage. Mira, geh mal in die Bauchlage. So, und jetzt geht es darum, den Fuß möglichst weit zum Gesäß zu führen. Und bei den meisten Menschen ist hier in diesem Bereich, etwa in diesem Winkelbereich, Schluss. Das heißt, greif jetzt wieder hier. Weil das Problem bei dieser Übung ist, wenn Sie greifen mit den Händen, obwohl sie nicht richtig gedehnt sind, dann heben sie automatisch die Hüfte ein bisschen hoch und das darf nicht sein. Die Leiste muss ganz unten bleiben und dann ziehen sie so weit, wie es gerade geht. Unsere berühmte 9, also nicht 10, wo man gegenspannen muss und wo der Atem stockt und dehnen da nochmal rein. Dann haben wir von vorne und von hinten die Entlastung und meistens ist der Knieschmerz an der Innenseite der Knie dann schon besser. Ja, das war's für die Innenseite des Knies. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie unseren Kanal und wenn es noch Fragen gibt, dann schreiben Sie uns bitte einen Kommentar.